Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark im Überlebensmodus in meiner kleinen Hobby-Quarantäne hier, die jetzt endlich vorbei ist. Wir hatten nochmal eine Lebensmittelvergiftung tatsächlich, ohne euch in der Aufnahme. Es ist unglaublich, aber wir hatten nochmal eine. Gammelfleisch habe ich da hingelegt, Dosenöffner auch, denn wir kriegen es mit dem Messer auf, wir brauchen ja keine Kalorien. Und wir haben jetzt die Fähigkeit bekommen mit dem Kochen, das, also beim Feuer machen, dass wir da keinen Zunder mehr brauchen. Dann sparen wir uns ein bisschen Platz immer jeweils. Müssen dann keine Dosen öffnen, keinen Zunder mehr mit uns rumschleppen. Das Bekommen ist ja eigentlich nie das Thema gewesen, nur der Verbrauch. Ja, Lebensmittel haben wir uns jetzt sogar fast auf unter 30 runtergehungert. Unglaublich, wie schnell das dann jetzt doch ging. Wollten jetzt beim Steg gucken, auf der anderen Flussseite, ob wir da vielleicht noch was finden werden. Ich wette, alle Tiere sind nachgespawnt jetzt. Nach der langen Zeit. Hier ist der Steg. Ich vermute mal, jetzt sind wirklich alle Tiere nachgespawnt. Ohne Witz. Aus Prinzip ein bisschen Rohrkolben. Der gute alte. Und eine Leiche. Hatten wir zwischen den Folgen doch keine Lebensmittelvergiftung mehr? Ich weiß es gar nicht mehr. Es waren jetzt so viele, ich habe schon fast nicht mehr mitgezählt. Ich glaube, drei Stück hatten wir jetzt an der Zahl. Also zwei auf jeden Fall. Jedenfalls war es ja, ein Fest. Ein wahres Fest. So, jetzt können wir aber endlich mal zum Bauernhaus bzw. zum Bauernhof mit leerem Gepäck, mit dem Wissen, dass wir hier Sachen haben für die Küstenstraße, dass wir das nicht mehr umschleppen müssen. Aber so ein paar Spots haben wir noch zum Untersuchen. Wir wollen die Bauernhöfe, also die Scheunen jeweils untersuchen. Wir wollen den Funkturm noch untersuchen und natürlich alle Autos auf der Straße, Gepäck oder was auch immer wir das finden werden, nehmen wir natürlich auch mit. So, dann haben wir hier einen Energieriegel. Interessant. Sagt das sonst noch was? Wo ich das jetzt einfach hier so schnell abfrühstücke? Nein. Nix. Gut, weiter geht's. Ab geht die wilde Fahrt. Könnte auch hier lang gehen, zum Funkturm. Ja, den Teich links, ja, den lassen wir jetzt, glaube ich, außer Acht. Das ist jetzt, glaube ich, dann doch nicht so wichtig. Wir haben jetzt schon mehr mitgenommen, als ich eigentlich wollte, durch unseren unfreiwilligen doppelten Ausflug mehr oder weniger. Jetzt sind die Scheunen noch wichtig und der Funkturm. Das sind halt die Spots, wo schon eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass auch Muni oder sowas da liegen kann. Oder vielleicht auch, wer weiß, anderer guter Loot. Vielleicht finden wir ja tatsächlich einen Pudi, den wir noch brauchen. Mal sehen. Es ist schön, wieder draußen zu sein, nach dem ganzen Stress jetzt hier. Brücke der Einkehr, dann kann ich auch mal so ein bisschen einkehren jetzt momentan. War jetzt wirklich ein bisschen stressig, da die ganze letzte Folge mit Krankheit im Bett verbracht. Dann ist das hier gut und gerne meine nette Abwechslung. Da hinten ist unsere traditionelle Scheune, die es schon immer gab auf dieser Map. Dann werden wir später die von, hey, die hieß nicht Mara, wie hieß die denn nochmal? Molly, genau, Mollys Scheune werden wir auch noch untersuchen. Da liegen Cracker, das sehe ich jetzt schon. Ja, Wasser, okay.
Weiß jetzt auch nicht, wie lange wir noch beim Farmhaus sein werden, weil wir müssen noch die Bücher loswerden. Also die werden wir noch lesen, weil das ist echt unnötiges Gepäck. Das müssen wir nicht mit uns umschleppen. Aber ansonsten, ja, war es das dann da auch. Ist auch nichts weiteres da, was uns quasi hält. Wenn wir das dann erledigt haben. Ja, so ätzend das idyllische Tal auch ist, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Normalerweise würde ich sagen, so schön die Orte auch sind, aber ich mag das idyllische Tal trotzdem nicht. Es ist halt sehr weitläufig, es ist so, ja, wie sagte ich ja schon mal in den Folgen, so kleckerweise. Mal findest du hier ein bisschen was, dann findest du, das ist gut, dann findest du da ein Stückchen weiter nochmal was und so. Gibt immer gute Spots, aber die sind weit entfernt voneinander und ja, die Gefahren sind dann natürlich auch größer, weil es gibt ja viel mehr Spots, wo auch Bären rumrennen. Wo auch viel, viel, viel mehr Wölfe sind und dann natürlich auch viel mehr Action ist. Apropos Wölfe. Ach komm, ich bring's direkt hinter mir, der wird doch jetzt gleich eh wieder rumstinken. Außerdem will ich die Pfeile da hinten mitnehmen. Komm her! Hab ihn erwischt. Er wird uns sonst hier auf den Nerv gehen und das können wir jetzt direkt schon mal verhindern. So, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und gut für mich. Da wir das Ziel haben, Robin Hood in oder auf der Küstenstraße zu sein. Hier wird rein gar nichts. Ich vermute mal, hier wird es genauso sein. Igel und Stoff brauchen wir aber nicht. Den Stoff. Na, brauchen wir auch nicht Metallschrott. Wir gehen jetzt mal in die Scheune hinein. Dafür brauche ich jetzt hier auch nicht mehr. So, dann gucken wir uns hier mal um. Dass wir hier auch alles schön mitnehmen. Getrocknetes Leder nehme ich, glaube ich, auch erstmal mit. Hinlegen und Sachen weglegen. Allgemein können wir immer noch. Weil getrocknetes Leder wäre eher etwas, was in Frage käme. Stoff ja absolut gar nicht. Gucken wir erstmal schnell oben. Ich muss ja aufpassen, bin ich ja schon mal runtergefallen, tatsächlich. Dass ich da, auch wenn das Leder ist, brauchen wir die Stiefel jetzt nicht auseinandernehmen. Ja, nehme ich mit, das auch. Nehme ich alles mit. Super. Haben wir hier Schönes, das nehme ich auch mit. Cappy lassen wir liegen. Nehme ich mit, nehme ich beides mit. Spray brauchen wir nicht mitnehmen. Unten liegt Thunfisch, also nächste Lebensmittelvergiftung ist gesichert. Wir uns alle darauf freuen. Ich habe ja immer noch Gammelfleisch, Bärenfleisch in der Tasche. Magnesiumfackel. Jetzt sind wir schon langsam wieder überladen hier. Wir noch gleich erstmal was snacken. Wahrscheinlich dann halt Lebensmittelvergiftung. Habe ich hier schon reingeguckt? Bin mir gar nicht sicher. Ja, doch, hatte ich. Brauchen wir nicht, da haben wir auch nichts weiter. Zurückgelassene Notiz. Wer es will, kann gerne anhalten und lesen. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr, was wir schon alles hatten. Von den damaligen Folgen hatten wir so viele Notizen schon mal gehabt und gelesen und überhaupt. Wenn, dann habe ich das auch meistens kurz gehalten, kurz nochmal erwähnt, was da drin stand. Ja, so langsam kennen wir ja die Long Dark Story. Nur in den Episoden kommt ja meistens noch mal interessanter Stuff, auf jeden Fall von den Geschichten der Menschen oder weshalb die Gebäude oder Sachen so sind, wie sie sind. Wie zum Beispiel die Farm von Molly, finde ich dann immer sehr interessant, was dann halt noch hinzukommt. Wieso, ja, auch mit den Gefangenen und sowas. Das fand ich eigentlich ganz cool. Vom Hintergrund her.
So. Scheune, soweit, so gut. Ich glaube, ich kriege die nächste Lebensmittelvergiftung. Gut, satt sind wir jetzt erstmal. Trinken wir noch einen Schluck. Sind wir nicht mehr überladen? Wunderbar. Das ist kaputt, das können wir ablegen. Das hier können wir jetzt zerlegen. Die anderen Pfeile sind natürlich auch nicht mehr so super. Die Dose kann weg. Das hier können wir wieder auffüllen. Das können wir auf jeden Fall im Bauernhaus noch lesen. Ist halt schwierig, ne, mit dem Fleisch jetzt, mit den letzten, aber es hat immerhin noch über 1 Kilo. Ist auch zu schade, um das wegzuschmeißen, definitiv. So geht es ja vom Gewicht her. So sind wir eigentlich gut, ganz gut dabei. Können wir hier nochmal eben nachladen. Und raus da. Weiter geht die Jagd. Die habe ich jetzt gar nicht markiert hier, ne? Dann machen wir das mal eben. Ja. Haben wir gerade im Stream Deck den was zeichnen. Ja, soll ich machen, die wichtigen Spots. Nicht jetzt wegen der Errungenschaft oder sowas, sondern einfach nur. Mag das dann ganz gerne, weil man das dann einfach mal den Überblick hat, was hat man bisher besucht, wo war man, was hat man erledigt. Und auch vor allem für die meisten Zuschauer, die die Karten halt auch nicht kennen. Nochmal ein Einblick finde ich immer ganz nice. So, hier waren wir schon drin, haben wir das Buch gefunden. Jetzt wollten wir ja quasi da hinten weiter entlang Richtung Mollys Farm. Also können wir da Mollys Scheune auch noch untersuchen. Den Funkturm werden wir in dieser Folge nicht mehr schaffen, aber in der nächsten Aufnahmesession haben wir dann wieder einen weiteren Umzug vor uns. Aber das Gute ist, dann haben wir das idyllische Tal. Mit dem Wolfsberg komplett abgeschlossen. Und ich finde, das ist schon mal eine große Erleichterung, dass man halt einfach weiß, dass es hinter einem, weil das halt die zwei Gebiete sind, die ich halt nicht mochte. Also Ort der Trostlosigkeit haben wir eh schon geschafft. Küstenstraße haben wir soweit auch gemacht. Würde halt, wie gesagt, gerne dann, wenn wir zurück sind, alles wegsortiert haben, alles mit der Ruhe. Und dann würde ich ganz gerne ein bisschen auf der Insel des Menschenhassers oder wie die heißt, oder auf dieser Haseninsel ein bisschen leben und da ein bisschen jagen gehen. Oder vielleicht halt auch Eisfisch gehen oder sowas. Dass wir es einfach mal ein bisschen ausnutzen, ein bisschen mal genießen. Ja, wenn wir natürlich im Laufe der Zeit zu viel Fleisch haben, dann werden wir das natürlich unterbrechen. Bringt ja nichts, wenn ich dann 20 Kilo Fleisch zu Hause oder mehr habe und ich gehe dann immer weiter jagen. Macht da keinen Sinn. Schon so, dass es das halt Sinn macht und wenn wir das dann soweit ein bisschen abgefertigt haben und auch ein bisschen mit der Fähigkeit ein bisschen gestiegen sind, dann können wir gerne uns aussuchen, was wir als nächstes machen werden. Ja, könnt ihr euch ja gerne mal mit überlegen und mit in die Kommentare schreiben, was wäre denn als nächstes für euch, was käme dafür bei euch als nächstes gut an? Welche Region sollten wir dann, nachdem wir hier alles fertig haben und nachdem wir ein bisschen auf der Küstenstraße überlebt haben, was sollen wir dann machen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, doch ist die Planung ja eigentlich noch nicht vorhanden, was wir dann wie machen. Weil das ja jetzt immer noch im Raum stand, dass wir halt das idyllische Tal noch plündern oder looten müssen. Das haben wir jetzt in dieser Aufnahmesession erfolgreich, würde ich sagen, erfolgreich gemacht. Die wichtigsten Orte hier entdeckt, den meisten Loot mitgenommen. Kann man sich ruhig schon mal Gedanken machen, welche Karte wir als nächstes besuchen werden. Ja, David, ich glaube, dein Vorschlag war ja, dass ich den keinen Zustrom machen sollte, oder? War das nicht dein Vorschlag? Dass ich da als nächstes vorbeischauen sollte? Bin mir jetzt gerade aber nicht sicher, ob du das jetzt zu 100%. Ich meine schon.
Müssen wir mal gucken, da kamen wir jetzt hin über das Marschland, ne? Das trostlose Marschland wäre dann der Spot. Das ist natürlich auch schon weit, ne? Also müssen wir Rätselsee, beziehungsweise ein Stück dazwischen, Rätselsee, Marschland und dann auch noch die neue Karte. Da muss man halt echt gucken, wie man das angeht, ne? Wäre natürlich. Ach, es geht auch über die Schlucht. Über die. Ach, von der Küstenstraße aus kann ich direkt dahin. Okay. Ja gut, dann ist das natürlich nochmal ein anderes Unterfangen. Ansonsten wäre das halt schon eine halbe Weltreise. Ja gut, dann können wir das mal gucken. Ich muss auch mal vielleicht bis dahin gucken, dass ich mir doch mal im Internet auch nochmal die Karte von Sinnundag anschaue. Jetzt hat sich das ja wieder verändert mit der neuen Karte, mit dem KN-Zustrom und mit dem Stummflusstal. Die sind ja beide für mich neu. Als Karten. Und da muss ich halt einfach nochmal kurz reinschauen und mal gucken, wo man die Karte wechseln kann. Das hat sich ja jetzt ein bisschen verändert. Aber wenn das von der Küstenstraße ausgeht, ist das natürlich genial. Weil dann hätten wir, nachdem wir so ein bisschen Abenteuer auf der Küstenstraße hatten, direkt den nächsten Spot, den wir dann untersuchen könnten. Also die Zwischenregion zwischen Küstenstraße und Rätselsee. Da kann man ja beim Baumstamm auch in die Schlucht rein. Okay, das wusste ich nicht. Ja, können wir gerne mal dann so machen. Wenn das dann halt. Gut, jetzt war das natürlich hier ein bisschen. Ja, das war natürlich schon die größere Herausforderung. Man muss es ja so sehen, wir haben als erstes, wir sind von der Küstenstraße recht schnell zur Schlucht, also zum Wolfsberg gerannt. Haben von Wolfsberg aus alles gemacht. Der Wolfsberg hat natürlich ein bisschen Zeit gekostet, ging aber noch. Und dann sind wir ja direkt zum idyllischen Teil, haben das ja auch direkt gemacht. War natürlich direkt 2 in 1, beziehungsweise mit der Zwischenregion sind das drei Karten gewesen, die wir zusammen gemacht haben. Die Säge lasse ich da, die brauchen wir nicht. Von daher ging das jetzt schon zügig, aber es hat natürlich auch Zeit gekostet. Ja, Revolver lasse ich auch da. Brauchen wir auch nicht. Wäre natürlich super gewesen, wenn man jetzt hier nichts hätte, dann ist das hier ein guter Spot eigentlich. Bett. Achso, hier kann man dann. Okay, hier kann man dann einfach so schlafen, das ist ja cool. Okay, dann wollen wir mal. Aber ich freue mich tatsächlich auch, dass wir dann eine ganz andere Karte machen, aus dem einfachen Grund, die kenne ich nicht. Das ist etwas, was mich dann auch reizt, sage ich mal, weil ich kenne diesen Ort nicht. Und das macht dann auch nochmal das bringt auch nochmal den Anreiz. Klar, Wolfsberg ist jetzt natürlich eine Herausforderung gewesen, weil ich mag die Karte nicht. Ich habe die erst einmal im Let's Play früher gemacht. Und es war auch schon eine Weile her und das weiß man ja nie genau, wie es läuft mit dem Klettern und alles. Und das idyllische Tal gleich mitgemacht, weil ich ja, mag das halt ebenfalls nicht. Aber Kala Zustrom und Stummflusstal kenne ich in der Hinsicht ja nicht. Ach, das ist genauso sinnlos wie damals in der Episode, ne? Da war das auch total sinnlos, dass man hier halt gar keinen Nutzen draus hat. Ah. So, dann gucken wir noch mal eben. Bisschen Energieriegel naschen. Weigere mich gerade ein bisschen vor dem Fleisch. Schluck trinken. Ja, dann würde ich sagen, haben wir das tatsächlich noch gut geschafft hier beim idyllischen Tal. Lief alles anders, als wir wollten. Wir wollten eigentlich ganz zum Schluss eigentlich eher die Region machen mit den Gemeindehaus und sowas, das Gemeindezentrum. Aber dann kam der blöde Wolf, beziehungsweise die ganzen Wölfe immer, und haben uns dazu geleitet, dann doch einen Umweg zu gehen. Letzten Endes hat es sich schon gelohnt, weil ja, so haben wir jetzt schon mal Zeug da, was wir definitiv zur Küstenstraße mitnehmen. Und
Wir mussten jetzt Wege nicht doppelt, mehr oder weniger nicht doppelt gehen, weil jetzt sind wir ja wieder hier. Müssen wir beim nächsten Mal nur noch oben den Funkturm machen und gucken, was wir hier verwerten können, was wir hier eventuell mitnehmen können. Da müssen wir mal sehen. Vielleicht will ich jetzt auch gleich zwischen den, weiß ich nicht, ob ich zwischen der Folge jetzt gleich schon Sachen lernen werde oder in der nächsten Aufnahmesession. Müssen wir mal gucken. War jetzt auch ein langer Stream, 5,5 Stunden gleich. Mit dem Halloween-Spezial noch davor. Reststange brauchen wir auch nicht. Hier hatten wir schon alles geguckt. Müssen wir mal gucken. Gut, ich würde sagen, ich lege jetzt schon mal alles weg. Das ist jetzt für euch uninteressant. Sortiere mal alles weg und dann in der nächsten Folge werden wir, wie gesagt, auf den Funkturm looten gehen und dann schauen wir mal, was wir hier letzten Endes mitnehmen werden und was nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gerne in die Kommentare schreiben. Seid ihr auch dafür? Carla Zustrom? Ja, nein? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, und bis dahin, ja, sehen wir uns dann in 2 Tagen wieder. Ich bin raus. Sag bis dahin. Tschüss.